Das Freie Musical Ensemble Münster bringt dieses Jahr ernste Inhalte auf die Bühne. Das Musical Imagine This spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das Stück ist insofern besonders, weil es mehrere Ebenen hat. Es spielt 1942 im Warschauer Ghetto und es geht um eine Theatergruppe mit dem Leiter Daniel Warschowski, gespielt von Christoph Bürkstein. Diese Theatergruppe möchte ein Theaterstück aufführen, um sich eben von den Grauen innerhalb des Warschauer Ghettos abzulenken, um Hoffnung zu schenken und Hoffnung zu geben. Bei mir persönlich ist noch die größere Herausforderung, dass mir diese Stücke, diese Lieder sehr nahe gehen und ich eigentlich immer mit den Tränen kämpfen muss. Ich bin Ingo Budwig, ich bin 43 Jahre alt und bin praktisch der Gesamtleiter des Ensembles. Was bewegt einen, so ein Stück zu machen? Also einmal ist es natürlich eine Geschichte, die vielleicht nicht so in dieser Gattung normalerweise vertreten ist. Das ist auch in London kritisiert worden. Ich fand es aber eigentlich ganz schön, das in einer Gattung zu haben, wo halt auch mit dem Thema etwas lebendiger umgegangen ist, sagen wir mal. Tatsächlich ist es, hatte ich auch erst Berührungsängste, ob der Thematik, wenn man hört Warschauer Ghetto 1942 und dann denkt man ja erstmal, Gott, was passiert in dem Stück alles Brutales? Tatsächlich ist diese Musik halt sehr berührend. Es ist halt nicht nur melancholisch, es gibt da auch sehr humorvolle Stücke. Wir haben schon Respekt davor, aber ich glaube, dass wir einfach mit der Musik und mit der Art und Weise, wie wir es inszenieren, die Leute auch berühren werden. Authentisch und sicherlich auch manchmal erschreckend. Wir möchten erinnern mit dem Stück und eben noch ein bisschen mehr als eine Geschichte erzählen. Vom 28. Oktober bis zum 20. November habt ihr die Möglichkeit, Imagine This live zu erleben.